Ja. 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 Befolgt. Ja. Ja gut, ich habe ja immer noch mein 25er-Pack hier. Was ist da war? Der 24er-Pack? Da sind jetzt noch genau 4 Batterien über, aber da habe ich auch eine ganze Menge halt für einen Weihnachtsbaum hier benutzt noch für die Lichter. Ja, mal gucken. Bisschen Weihnachtsgeld ist ja noch über. Mal sehen. Genau. Also ich weiß nicht, wie das jetzt halt ist auf Twitch, ob du dich da besser hörst, also ob man dich besser hört, weil ich habe jetzt einfach mal den anderen Sound halt auf 80 reduziert, sodass halt die Leute automatisch halt die Stimme hoch, also die Volume hochdrehen müssen, damit man was vom Game Sound mitbekommt und vielleicht bist du dann ein bisschen besser zu hören. Mal gucken. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nee, den haben wir nur. Nee, ich glaube, haben wir den Remote Detonator, haben wir das Level gespielt? Das Level haben wir durchgespielt? Achso. Haben wir Uni Alpha Site gespielt? Bist du dir sicher? Habe ich das Achievement dafür? Okay. Na gut. Wenn du das sagst. Du. Ach, geh los. Und du meinst nicht vor Halo 5, vor dem großen Finale, nochmal hier schnell Dingenskirchens? Reach? Ja, ne. Aber hast du mal im Internet mal gelesen, ob das jetzt nur bei dir so war, oder ob das allgemein ein Problem ist auf der One? Wieso? Ich habe hier ganz normal die Zwischensequenz. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja. Du hast das Headset ja nicht an die Anlage angeschlossen. Ach so. Hattest du eben vor kurzem noch 5.1 Sound? Vielleicht ist irgendein HDMI-Kabel oder so ein bisschen lose.
locker oder so. Ach so. Oh, jetzt ist alles abgestürzt. Nee, jetzt ruckelt's hier bei mir. Oh, das, ich kann mich nicht mehr bewegen und ich kann mich aber noch hier im Bild bewegen. Was ist denn los? Jetzt ist alles weg. Na Gott sei Dank. Ja, nee, nee, weil das war, was er dann nicht kriegt. Und dann flackert er dann nämlich auch irgendein Tonformat, was Unsinn ist. Ja. Er muss mich wieder, du musst mich nochmal wieder einladen. Was meinst du, Spartan Ops müssen wir auch nochmal machen? Also weiter? Und da kriegst du ja auch dann Trophäen, ne? Also, Trophäen sag ich schon. Achievements. Ach so. Okay. Ja. Ja. Aber Forza hat mich ja irgendwie wieder voll angefixt, irgendwie. Ja, das ist das Problem, wenn man das zu oft hintereinander spielt, ne? Das hatte ich ja auch. Ich habe es auch eine Zeit lang mal nur gedaddelt gehabt hier. Und dann irgendwann hatte man es über dann. Ja. Ja. Am Anfang ist es ganz cool, weil das halt irgendwie ganz nett aussieht, so, aber dann nachher kennst du halt schon alles, ne? So, das kannst du aber wegdrücken jetzt. Das haben wir schon gesehen. Ja, eben gerade haben wir das gesehen. Na klar, der schmeißt. Ja, ja. Das war nur ganz kurz. So, du hast wieder Sound und alles ist gut. Ja, aber. Wenn du über Kopfhörer hörst, dann hast du doch sowieso nur. Oh, schlafen die? Ich nehm links, du nimmst rechts. Nee, ich nehm rechts. Ja? Sind da noch mehr? Ach, der hat mich. Ja, die haben uns jetzt aber gesehen. Ja. Um. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt meinen Game-Sound hier um 80%, also das... Nee, nee, das hat ja nichts mit deinem Sound da zu tun, ne? Ja. Hallo? Was gemacht? Ach, das ist so eine...
Das ist so eine ja, was heißt einschläfernde Musik, aber so eine relaxte Stimmung hier in den Mombasa Streets immer, ne? Da werde ich mal voll schnell müde. Weil es ist so ein ganz anderer Stil halt als in den anderen Halo-Teilen, finde ich. So, was habe ich denn hier? Ich habe. So, na, okay, die Zwischensequenzen sind mir jetzt erstmal egal. Da ist ein Telefon unten. Hatten wir das wirklich schon? Ja, ich werde angeschossen. Den Boot? Das sind zwei, ne? Ja. Da ist noch einer. Oh, der fliegt. Ein Fliegender. Na. Oh, und da hinten ist ein Sniper. Der ist da schön versteckt. Schön out of sight. Out of line. Ich weiß nicht, ob ich den habe. Ne, warte mal. Den nehme ich hier mal mit der... Ja, du hast eine viel bessere Waffe als ich. Was hast denn du schon wieder? Ich kann meine Tür. Oh, da oben ist aber noch einer. Der glitscht da in der Luft irgendwie. So, der ist weg. Hm. Da. Oh ja. Oh, noch einer. Da ist noch ein Sniper. Da hinten. Verschwunden. Er hat Sniper-Suizid gemacht. Ach nee, von der anderen Seite bestimmt, ne? Der von da hinten, ja. Ich hab auch grad gedacht, das kann doch nicht sein. Ja, und hier mit der Pistole sowieso. Bumm. Jetzt, den... Haben wir doch nur in Leveln. Das ist doch hier die Open World. So. Hello, Traveler. Mombasa welcomes you. Anxious? Stressed? Please remain calm. Control circuits now open. With pride. Nein. Warum? Hello, Traveler. The Mombasa Transit Authority welcomes you to Kikowani Station. How may I serve? One ticket to Old Mombasa, please. Here's my card. Oof, no, scrap that. Traceable, damn it. Coins. Need coins. Sehr wahrscheinlich muss man sich die Dinger tatsächlich angucken hier, diese Zwischen. Ne? Let's go, let's go. Wait! Hold the doors, please! Ja, oder wir hätten das wirklich schon. Das kann natürlich sein. Nein. Wir sind ja überall immer schon gewesen. Ach, du bist schon wieder ganz woanders. Ja, weil du weggelaufen, du bist weggelaufen. Ja, ich habe mir doch die Zwischensequenz hier angeguckt. Na, die Bilder da. Wenn du Select drückst, dann kommst du doch. Wenn du Select drückst, kommst du doch da in dieses Menü und dann kannst du dann die Bilder zu der Geschichte da irgendwie angucken. Oh, der Sprung war ein bisschen hoch. Das geht noch, meinst du? Eins, was wir noch nicht haben. Ja? Na gut. Also ich muss ja sagen, Outlast ist so ein Spiel, wo ich denke, das ist, fand ich damals total geil, als ich es das erste Mal gesehen habe. Und dann habe ich das irgendwann mal gespielt. Ich habe es auf dem PC. Und dachte so, naja gut, ist zwar ganz nett, aber so das Gameplay ist dann irgendwann also schnell vorbei, ne? Das ist ja dann irgendwie mal dasselbe. Dead Space